Die heilige Stadt der Waldrasse. Die heilige Stadt der Waldrasse. Ohne Scheiß. Hat man sowas schon mal gehört? Leute, das ist echt. Das ist die Dunkelheit. Ja, das ist jetzt im Prinzip unser Auftrag. Da sind wir wieder zurück und wir sind jetzt gerade in einem Bereich, wo ich meine, dass wir wieder zu dem Bereich mit den Feuerpriestern irgendwie hinkommen. Wir sind nämlich jetzt gerade in der Mitte des Maya-Turms gewesen, die Westseite, für uns gesprochen Westseite. Die können wir noch nicht nehmen, da ist die Brücke noch nicht runter. Aber im Süden geht es in den Silbereingang und den habe ich gerade durchschritten. Gut, das heißt... Boah. Ist das die... Ja. Alter. Was hast du denn da? Dennis, lass doch mal. Ja, ich habe jetzt die Karte im Forum gefunden, die gepostet wurde von. Warte, das lese ich aber noch mal kurz vor, weil das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit gewesen hier. Der hat das nämlich einfach noch mal eingescannt, hatte anscheinend sogar einen Wasserschaden. Dalvon heißt er. Und hat eine wunderschöne Kingsfield-Karte gepostet hier im Forum. Und die öffne ich gerade. Das ist nicht ganz so einfach auf diesem kleinen Flachcomputer hier. Wahnsinn, alter Verwalter. Wie soll ich das alles zeichnen? Wie soll ich das alles zeichnen? Fragst du vollkommen zu Recht. Wie geil er das auch schattiert hat, ne? Ich glaube also nicht, dass gegen, er das selber gemalt nicht hat. Wirklich hat er das selber gemalt? Meinst du nicht? Als hätte der das irgendwie zusammenkopiert. Ja. Es sieht aus wie aus einem Guide. Aber es ist ein schöner Guide. Ja, heftig. Wenn wir jetzt wüssten, wo seid ihr? Habt ihr irgendeinen Silbereingang? Wir sind jetzt hier praktisch. Ich mache das jetzt auch so. Also hier haben wir es ja nach unten gemacht, aber ich fange jetzt trotzdem mal detailgetreu. Ich kann das ja mal zeigen, damit die Leute. Habt ihr das lesen hier? Im Westen. Ihr Leute da? Rein? Weil das ist das, was Davlon, ne? Ist ja freundliche. So. Alter Verwalter. Und das ist halt nicht alles. Das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Ich kann jetzt nach hoch, runter, links und rechts scrollen und da wird die Karte noch größer. Das ist sehr beeindruckend und sehr hilfreich, glaube ich. Oh, hier ist der Anfangspart, glaube ich. Ja, ich habe mich schon ein bisschen... Wahnsinn. Ich glaube, hier fängt man an. Du kannst ja mal gucken, ob du irgendwas siehst, wo Feuerpfeile steht, glaube ich aber nicht. Also, du bist aber wir machen unsere eigene Karte, genau. Wir sind ja durch die Tür gegangen. Das heißt, du fängst jetzt... Wir kommen bei dir von von Westen und gehen nach... Alles klar. Das bedeutet, es führt ein Gang ab, bei dem nach unten, nach ein paar Metern, ein weiterer Gang abzweigt. Dieser Gang... Nee. Ich will von der anderen Seite lesen, oder? Ja. Dieser Gang führt zur Südgrenze. Das passt ja sogar. Ja? Südgrenze. Wenn wir weiter. Da ist so ein Tor drin, ne? Genau. Ich gehe mal kurz noch weiter, damit es. Da ist eine Sackgasse. Wenn wir weiter einfach nur nach Westen gehen, ne? Da sind so Steine. Okay, also dein Maya-Turm scheint schon irgendwie das Zentrum dieses ganzen Spiels zu sein. Und, Wahnsinn. Norden wäre laut dieser Karte... Wo bist du jetzt lang? Keine Ahnung. Nee, ich meine... Ja, ich bin jetzt einfach, den Gang weiter nach Westen gegangen und bevor der Rubble kommt sozusagen, ist Richtung Norden ein kleiner Treppenaufstieg, der in das Gebiet geht, das da heißt Kaplans Kammer, würde ich sagen. Genau. Den lasse ich jetzt aber mal. Ist aber nicht beschriftet, ne? Du kannst jetzt auch nur... Ja, doch, teilweise. Also der Thronsaal ist schon beschriftet, aber sonst recht wenig. Das heißt, du gehst jetzt durch die Südgrenze? Genau, jetzt gehe ich durch die Südgrenze, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass es irgendwo hier... Vielleicht auch nicht. Mal wieder. Weiß, ihr wollt Action sehen. Wir können ja gar nichts mehr, ne? Du bist ganz schön OP. Ich bin schon ziemlich gut, ja. OP. Oh, was ist das denn hier? Ein Hebel oder was? Kannst du da was... Das sollte man eigentlich nicht. Dann komme ich das nächste Mal von der anderen Seite. Ja, nee, mach mal. Und ärgere mich dann. Also, wir gehen den Gang weiter. Wir gehen Richtung... Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast es besser. Jetzt geht's wieder nach Osten. Ja. Jetzt geht es nach Osten. Wenn es jetzt nach Osten geht, geht es, wenn wir nach rechts gucken, ne? Wieder nach Süden.
So. Ja, hier haben wir die Lava abgestellt. Ha! Erinnerst du dich noch, Dennis? Hier war so ein Lavastrom in der Mitte. Ja, das weiß ich. Und dann haben wir die Köpfe weggehauen. Und hier ging es, also wenn wir nach Süden gehen, dann heißt das nach links, also nach Osten. Osten geht es in die, da gehen wir aber jetzt nicht weiter, das haben wir auch schon abgeschlossen, Handwerkerhütte. Das war das Geile mit dem Fackeln anmachen. Ja. Wo plötzlich dann da was erschien. Handwerkerhütte gehen wir nicht weiter, weil das ist ein in sich geschlossenes Gebiet. Sag mal kurz, was suchen wir denn jetzt gerade? Ich suche den Feuerpfeilraum immer noch. Achso, und da wissen wir jetzt gar nicht mehr, wo der ist? Nicht mehr genau, wo der ist, ne. Spazieren jetzt ein bisschen durch die Gegend, bis wir ihn finden. Das wäre jetzt mein grober Plan. Okay. Okay, ich gehe den Gang weiter. Und auf der anderen Seite, also Richtung Westen, geht ein Gang ab und das ist die Bug Area. Am besten No Entry oder sowas da hinschreiben. Ist auch ein in sich geschlossener Bereich, den wir jetzt nicht weiter erkunden wollen. Weil hier war da oben der Kartentyp und da hatten wir diese Geschichte mit dem Bug. Wenn man zurückgeht, dann ist ein schwarzes Loch. Das, was Spieler erwartet. Aber am Ende zweigt der Gang ebenfalls dann nach Westen ab. Nach Westen? Ja. Komplett, ohne dass da noch was ist. Ja, ich kann da auch anders gehen. Wir können auch links, rechts, uns auf links, rechts einigen. Das ist vielleicht in dem Moment leichter, wenn man nur einen Gang entlang geht. Weißt du, wie ich meine? Nee, ich komme schon mit klar, nur, aber das ist praktisch so abgeschlossen am Ende. Genau, da geht's weiter. Genau da, leider musst du weiterzeichnen, ja. Es geht wieder nach Westen und dann biege ich links ab, nach links. Und bin in dem Bereich. Ich weiß nicht mehr. Eieiei, das ist aber eine. Ja, ja, jetzt wird es langsam Silbereingang, okay, wissen wir. Das ist jetzt einfach praktisch ein großer Raum. Genau, das ist ein großer Raum, in dem nach rechts ein Gang abzweigt. Rechts wäre dann ja praktisch hier. Ja. Das muss ich. Und da ist ein Speicherraum, wunderbar. Also ist, da geht's nicht weiter, da ist ein Speicherraum. Vielleicht kannst du es noch auf die andere Karte zeichnen. Weil sonst wird es sehr. Hier? Sehr. Ja. Ich hoffe, das hat alles in Ordnung. Was du da. Wir kommen in diesen größeren Raum rein und da geht's. Ein Gang geht nach rechts ab, wo auch immer das jetzt. In Himmelsrichtung ist. Da ist ein Speicher. Da ist ein Speicherpunkt. Das ist aber kein, da kommt ein weiterer Raum? Oder da ist ein Speicher, nee, das ist ein Sackgasse, Speicherraum und... So also. Ja. Genau. Ja, so ungefähr. Ja, das passt schon. Reicht schon. Ja. Und wenn wir den Gang weiter nach unten gehen, diesen Raum meine ich jetzt, davor, bevor dieser Gang abzweigt zur Speicherstatue. Wie davor? Diese Hauptkammer. Da geht's zur Speicherstatue. Da sind wir gerade hergekommen. Ja. In diesem Vorraum der Speicherstatue, nenne ich ihn jetzt mal, geht es auf der diagonalen Seite einen weiteren Gang weiter. Auf der diagonalen Seite des Bereichs, von dem wir gekommen sind, also hier. Kannst du einfach zumachen. Genau. Wie meinst du das? Genau, einfach das ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen nach rechts einen Strich, noch nach unten. Oh, schön nach unten den Raum hier und kannst schon mal schließen den Raum und hier geht's weiter. Genau, hier geht der Gang weiter. Nach unten? Ja, ja, genau. Diagonal vom... Ja. Geht der Gang ab und führt direkt in die Richtung. Also nach... Ich versuche wieder in den Himmelsrichtung zu arbeiten. Richtung nach Westen geht der Gang ab. Und da öffnet sich eine kleine Tür. Ah, das kommt mir doch bekannt vor. Wenn die Musik sich ändert. Hier ist auch ein Raum, den brauchst du nicht detailliert einzeichnen, weil hier nichts Dramatisches ist. Ein scheißegal, eine eckige Kammer und da ist wieder eine Tür. Und wir sind wieder bei der Maya-Pyramide, oder was? Ja. Da waren wir auch schon x-mal hier. Oder ist das nicht? Doch, das ist... Ich gehe mal einmal hoch. Ich glaube schon, dass wir wieder in der Mitte sind, aber ich weiß nicht, auf welcher Ebene wir jetzt das Ganze hoch und runter laufen. Ah ja. Nee, doch. Eieieiei. Da war aber das Gebiet, was wir vorher gezeigt haben, mit dem Thronsaal, war aber noch einfach. Na ja, klar, definitiv. Ich renne mir ja einmal drüber. Alter Verwalter. Ich sag, wir wollen ja eigentlich nur Dröge kartografieren. Wir wollen ja auch ein bisschen was Neues sehen. Und das ist doch nicht die Maya.
geht's da hin? Ah, hier geht's, glaube ich, in den Raum mit dem... Eieiei, Karamba. Also bis rein und dann ein Stück nach rechts und dann drüber. Genau, hier kommen wir in dieses Höhlengebiet. War eigentlich der Feuerfettsack? Ja, ich glaube, hier war auch gleich erstmal... hier war, glaube ich, auch der Schmied und so. Aber du hast recht, hier geht es grundsätzlich zu dem Großgebiet mit dem Feuerfettsack. Das war mal hier. Liebe, das kann ich nicht zeichnen. Nein, das kannst du auch nicht, das brauchst du jetzt auch nicht zeichnen. Hier geht es Richtung Feuerfettsack und so weiter und so fort. Aber das war ein Gebiet für sich. Nee, denn ich erinnere mich, dass Kollege Feuerpfeil irgendwo vom Maya-Turm auch ein Gang war, der abging. Wahnsinn. Das ist eigentlich ganz einfach, ne? Oder auch nicht. Also macht das denn Sinn, wenn wir jetzt wirklich alles kartografieren, weil vielleicht das eine oder andere dann ein Gebiet wird, wo wir eh gar nicht mehr zurückgehen, wo wir es schon Dings haben? Weil das nimmt so ein bisschen die Pace raus und das scheint der Chat auch gerade so ein bisschen anzumerken. Ja. Nein, im Prinzip suche ich jetzt wirklich nur den Zusammenhang zum Feuerfallgebiet. Damit wir da weitermachen können, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Ja. Wir brauchen nicht alles Gebiet, was wir schon hatten, kartografieren, da gebe ich dir vollkommen recht. Und damit auch dem Chat. Sieht aus wie eine geheime Wand, ist aber bestimmt keine. Nein. Deswegen gehe ich mal einfach flinken Fußes den Weg zurück. Hast du denn noch spannende Informationen? Ja, aber ich scheine gerade eine Position eingenommen zu haben, die den Chat vermuten lässt, dass ich gleich einschlafe. Das kann nicht. Was natürlich nicht der Fall ist, aber ich habe tatsächlich gerade kurz noch was gegessen und ihr kennt das, das heißt Parasynaptikus, wenn man nach dem Essen das Blut in den Magen fließen lässt und dann einen leichten Einbruch der Energiefluktuation im Körper verspürt, die einen so ein bisschen machen lassen. Pizzasynaptikus war er. Genau. Und von daher kommen wir jetzt wieder gerade. Oh, jetzt ist es aber unbequem im Schritt. Kennt ihr das? Wenn die enge Hose so, ich muss einfach. Guck mal. Der respawnt ja. Das. Was? Kein One-Hitter? Nee, die halten, das ist. Uiuiui. Aber. Oh, das muss ich mal. Das muss man mal richtig richten, kurz. Mach's du mal gemütlich. Sowohl oben als auch unten. Schöner. Keine Rücksicht auf die Kollegen. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Kaplans Kammer. Du kannst ja mal gucken, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, Colin, die Feuerpfeile. Kammer. Wir gehen jetzt wieder genau in Kaplans Kammer gehen wir jetzt. Ja, sag mal. Ob sie irgendwo zu diesen Feuerpfeilen ging. Diesen räudigen. Genau, ich schaue in den Chat. Wenn da jemand was sagt wegen Feuerpfeilen, weil das so lang geht. Das wäre gut. Dann sage ich dir das. Ich gehe jetzt in mal Kaplans Kammer nach oben. Nee, du bist jetzt runtergegangen. Ja, also, ja. Und zwar in den Osten. Okay, hier folgt ein Gang. Eieiei. Ach, die hier brauchen wir nicht zeichnen, haben wir alle schon gemacht. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wir haben ein Monster erschaffen. Dennis? Richtarski? Die sagen alle nur Feuerpfeile gerade, aber nicht wo. Von wegen Feuerpfeile. Ja, verdammt, Colin, Feuerpfeile. Was du machen Feuerpfeile. Dennis, ja, was Colin, machen? Feuerpfeile. Du könntest mal die letzte Sendung mit uns beiden nehmen. Bei YouTube vielleicht schauen. Habe ich gerade gemacht. Das muss ich ernüchternderweise zugeben. Steht nicht allzu viel. Ich habe die alle durchgecheckt. Aber ich erinnere mich, dass wir da bei den Feuerpfeilen waren und bewusst gesagt haben, ist nicht wörtlich, aber sinngemäß, wir gehen nächstes Mal zu den Feuerpfeilen. Oh! War das nicht in der Nähe von der Bug-Area? Weil als wir angefangen haben, warst du gerade da. Ja, ich bin jetzt ja auch nicht so weit weg von der Bug-Area. Um genau zu sein, sogar auch immer noch sehr nah. Feuerpfeile, ja. Ah. Weil vielleicht kann man das in dem Video nämlich sehen, den Weg, den wir da quasi von den Feuerpfeilen zurückgehen. You know? Hype Levi sagt, die Feuerpfeile sollten in der Nähe des blauen Teleportschreins sein, glaube ich. Immer nach Süden, sagt Sepsko. Erstmal ernten kurz. Ja. Okay. Immer nach Süden. Wir können ja mal dahin warpen. Das wäre eigentlich fast richtig, Richtung Bug Area und dann noch weiter nach Süden. Aber wir sind ja hier grob in der Bug Area, ne? So ist ja nicht so, dass wir nicht ganz. Also wir sind schon bei der Bug Area. Was liegt da? Hast du das gesehen? Das übliche, wieder so ein Fangzahn vom Alien.
Zeug, was wir brauchen. Johnny. Für die Waffen. War nicht wie. Nee. Ich glaube. Oh, da wollte er mich überraschen hier. Das ist Alien-Style, ne? Richtig. Push durch den Gang. Sehr gut. Zwei Schläge. Was dann? Drei Schläge. Sind die härter als die anderen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie härter als andere. Hm. Ich höre doch noch. Nächstes Mal guckt sie aber nicht genug um. Packt ihr dir den Moors hin? Was ist das denn? Hat der Gamaschen anhabt? Na! Hübsche. Da schauen wir doch mal direkt. Das sah doch viel versprechender aus. So, Beine. Nee, was war das? Das war noch so ein. Oder waren das, waren für die Arme wahrscheinlich, ne? Tja, wo ist denn das jetzt hier? Da, ne, doch, ne, da, ne, doch. Was war das denn? Das war doch so ein, das sah doch aus wie so Stulpen. So zwei silberne. Stulpinger, ne? Da vielleicht. Nee, sowas, ja, sowas so in die Richtung, ist. Ne? Armschutz. Gucken wir, wenn es irgendwo blau leuchtet. Das, da waren die, glaube ich. Ja. Relikthandschuhe. Bessere Lichteigenschaften. Das kann natürlich sein, wenn wir Lichtzauber machen wollen, die wir aber nicht machen. Mhm. Wolltest du nicht diesen Blitz ausprobieren, den du neu kriegst? Oh ja, wir hatten genau einiges neu. Aber ich würde auch so gern meinen den Windzauber noch härter machen. Dadurch das Windschwert, das sogenannte. Hier, das war Blitz. War das neu? Nee. Brennende Pfeile, das war, glaube ich, noch. Ne? Und eine heilige Kugel, das genau, war noch. Die in einem Strom von Blitzen ist. Genau, das haben wir noch nicht ausprobiert. Aber das würde ich sagen, das lassen wir gleich mal einen Gegner schmecken. Aber noch nicht. Sie weh ihm das richtig. So, hier sind wir auf den hergekommen. Oder? Ja. Ja, also mehr oder weniger sind wir dahergegangen. Komm mal. Genau. Hier bin ich doch hochgegangen, ne? Oder? Oh Gott. Ja, da warst du schon runtergekommen. Da sind wir hergekommen. Da sind wir hergekommen, dann sind wir zuerst hier reingegangen. Ja, da hast du gesagt, da warst du schon überall. Genau. Und dann sind wir weitergegangen, aber wir sind wieder die Stufen hochgeklommen. Ich gehe nochmal einmal die Stufen hoch. Also ich erinnere mich, dass die Feuerpfeile möglich waren, weil wir dadurch irgendeinen. Ich meine, von irgendeiner Brückenbasis installiert hatten. Alter Fledermaus, ne? Ja. Und ein Stein. Ach, guck mal, hab ich verdunkelt. Ja. Aber das. Mensch. Funzel anmachen. Das spare ich mir doch. Ich dreh das Gamma hoch. Leider keine Tipps jetzt gekommen zu den Feuerfallen. Oh, aber hier, guck, schau. Da liegt noch eine Waffe, die ich. Waren wir hier noch nicht, oder hast du die verpasst? Anscheinend waren wir hier noch nicht. Ich glaube, also ich weiß es nicht. Vielleicht erscheint ja auch nur bei Dunkelheit. Ich gucke, was für eine Waffe das sein könnte. Das hätte so eine. Es wäre einfach klasse gewesen. Einfache Hauklinge. Das ist auch ein sehr schönes Wort. Es wäre halt schön, wenn man beim Aufnehmen der Waffe den Namen eingeblendet bekäme. Mhm. Weil so ist es echt ein bisschen schwierig, einfach teilweise sich so grob die Form zu merken und dann bei den Waffen zu klicken. Ja, vielleicht wird das noch gepatcht, Colin. Meinst du? Bestimmt. Das wäre schön. Rittersäbel. Vor allem, weil Heiliges Schwert, Ritterschwert und Rittersäbel auch exakt identisch aussehen. Ich guck nochmal kurz. Aber kannst du nicht sehen, welches du als letztes aufgenommen hast? Nee. Also es gibt, ich hab da noch keine wirkliche Logik gefunden, nach der die aufgeteilt werden quasi. Es ging aber doch nicht einen Weg hoch. Ich glaube, hier ging es doch. Bin ich doch auch schon x-mal hochgegangen, sind wir hier. Hier ging es. Hier ist eine Fledermaus, ne? Ja, die ziehen nicht mal kurz klatschen. Wo sind zwei? Das sind sogar. Das ist ein ganz Fledermaus-Nest, ne? Quasi Castlevania des Bösen. Ja, oder Zelda. Zelda? Na, komm. Ich hoffe, dieser Statuswert, der wird sich gleich wieder von alleine verflüchtigen. Ging's hier denn nicht hoch zu den. Sieht aus, als ob er wirklich mal schnell unterwegs wäre.
Ja, aber dieses Zucken der Stufen, ne? Oh! Was ist das? Eine zu Tür oder was? Das könnte auch. Was ist das? Oder ist es wieder Backhausen? Wieso? Nee, da ist eine Textur. Tür ist zu. Geht nicht? Doch. Geht auf. Ja, ich hoffe, ich meine. Hattest du nochmal Backhausen? Ja. Ja, also zwei Backstellen haben wir jetzt gefunden. Also nach der einen großen Schwarztür-Back. Genau. Insgesamt zwei. Ach. Okay. Ist das neu? Sag mir, dass es neu ist. Nein, es ist nicht wirklich neu. Aber es ist die schöne Gelegenheit, nochmal unser Mana aufzufüllen. Wir sind nämlich jetzt wieder. Beim Elfenbrunnen? Oder? Beim Elfenbrunnen. Und das hatten wir doch schon genauestens kartografiert eigentlich. Also nicht beim Elfen. Jein. Das ist der Elfenbereich, von dem wir gekommen waren. Also nicht der Elfenbereich, der uns jetzt eigentlich weiterbringt. Das ist der einzige, da habe ich irgendwie gesagt, da waren wir schon, da müssen wir nicht hin. Wo meinst du das? Wo ist der Elfen? Das ist hier, da mit der Brunnen. Alien Geist Maya Pyramide. Das da. Da sind wir gerade hergekommen. Okay. Hey, aber ich kenne das hier gar nicht. Doch, du kennst doch hier die. Nee. Du warst dabei. Du warst. Guck mal hier, da haben wir diesen Waldgeist da hinten. Dem mussten wir in den Stein geben, dann hat er das Tor aufgemacht. Ich habe nie gesehen. Ich mach doch mal eine Zahl irgendwie. Doch, hier ist Prinzessin Zelda hinter dir. Doch, hast du. Natürlich. Das ist schon so lange her, dass du dich nicht mehr erinnern kannst. Das war bei unseren gemeinsamen Streifzügen durch die Wildnis. 4. Als Nummer. Was hast du? Ich habe deine Nummer jeweils angemacht, dass wir wissen, 4 gehört zu 4. So, ich habe jetzt gerade mal wieder einen schönen Mana aufgefüllt. Ich gucke mal kurz bei meinen Teilen, ob wir noch leere Ampullen haben. Nein. Dreimal Geist H2O. Wir haben uns nämlich darauf. Das ist ein Mana-Brunnen, da kann man Mana regenerieren. Und Mana. Wir wurden freundlicherweise, sinnvollerweise darauf hingewiesen, dass wir statt Lebens H2O in die drei Ampullen besser Geist H2O füllen. Für Mana, oder was? Ja, denn mit dem Mana können wir natürlich den Zauberspruch Heilung immer wieder regenerieren. You know? Und, okay. Und je häufiger wir diesen Spruch benutzen, mehr Bang für den Bug, desto mehr bekommen wir auch. Okay. Desto stärker soll das werden. Hier ist doch auch ein Teleporterstein, ne? Genau. Weil, wo sollte die Feuerpfeile sein? Beim Blauen? Beim Blauen irgendwo, ja. Wir können ja mal, Teleporter war hier drin, ne? Oder war das die Kammer mit den... Da waren die Truhen drin. Da waren die Truhen drin, ne? Aber auch der Warpstein gelb war da drin. Und auch ein Pentagramm? Ja. Alles klar. Oder? Weil Pentagramm ist wichtig. Ja, ein Pentagramm ist da drin. Okay, Warpstein gelb, merken wir uns. Die Truhen können wir immer noch nicht öffnen, das brauchen wir nicht probieren. Da fehlen uns noch Hauptschlüssel. Hauptschlüssel! Und wir nehmen jetzt blau, ne? Ja. Wurde vom Chat empfohlen. Ich schaue, ja. Alles klar. Wo kommen wir da denn jetzt nochmal raus? Nee, das ist doch, ich habe das blau genommen. Blaues Lavagebiet, das ist aber nicht korrekt. Das war zwar mal Feuer, aber wir suchen den Raum mit den Feuerpfeilen. Das haben wir alles abgeschnuckelt. Das war nicht das, wo ich eigentlich dachte, dass wir landen würden. Ich nehme mal noch grün. Wofür ist nochmal grün hin? Das hatten wir doch, war das Tower Basis. Ui, grün war. Also gelb kamen wir gerade her. Dann grün, sagt Hype Levi, der uns eben den Tipp gegeben hat mit blau. Ich sehe gerade überhaupt nicht, wo grün ist. Doch, hier. Sam sagt in der Mitte der Pyramide. Grün. Das ist gut, Mitte der Pyramide ist gut. Aber von der Mitte der Pyramide gehen natürlich logischerweise. Wir sind aber im Mittelteil dann der Pyramide. Da haben wir noch nichts. Jetzt sagen sie alle grün. Ja, das ist klar. Würde ich jetzt würde ich natürlich auch grün sagen. Wir können mal zur Sicherheit einfach mal hier speichern. Du weißt ja nicht, was um die Ecke lauert. Lauernhausen. So, und wir machen und beschreiben den Neuesten. Wir haben ja nichts verloren. Also mein Lieblingsthema übrigens. Die Mucke, oder was? Mhm. So, also, wo der blaue Stein seine Heimat hat, da sind wir jetzt und der grüne Stein. Der grüne Stein seiner Heimat. Da sind wir jetzt. Und auch hier geht wieder eine Innentreppe nach oben. Ja, das haben wir alles. Haben wir alle schon gezeichnet, ne? Aber ich glaube. Das
gar nicht genau, welche Ebene das ist. Hat man das schon genau festgelegt? Die mittlere müsste das sein. Ah, da unten Nebel. Geil. Oder Wasser. Aber Wasser. Die ist hier Wasser? Noch ja. Sicher? Ja. Sieht aus wie Nebel. Nebelwasser. Küstennebel. Mm. So. Ja, das ist die mittlere Ebene, genau. Das ist vollkommen recht. Waren wir da nicht eben? Nee, wir waren da oben. Ja. Ja. Ah. Wie, und jetzt sind wir das eine halbe Stunde umgelaufen und sind einen Stock tiefer? Ja, genau. Aber ich glaube auch, dass mit den Feuerpfeilen irgendwo hier... genau, also die Brücke, die wir noch nicht runtergelassen haben, ne? Das ist die dem Ausgang von dem Warp-Zimmer. Das heißt, hier ist Westen. Ja. So, dann gucken wir nochmal einmal. Wenn da Westen ist, ich bin jetzt... Ist da im Norden. Dann hast du, wenn du das drauf hast mit der Himmelsrichtung gerade... hier zu den Feuerpfeilen. Guck mal links, rechts, ob es sich lohnt, hier weiterzulaufen. Nein, da geht es nicht weiter. Ich würde mir so wünschen, dass man sich schneller drehen kann. Das könnte aber sein, dass es hier Richtung Feuerpfeile geht. Das ist im Rahmen des Möglichen, das denke ich auch. Westeingang. Also wir gehen jetzt in den Westeingang, aber der liegt bei uns in... Wo liegt der? Im Norden? Pass auf, guten Joke aus dem Chat. Küstengebel. Herzlichen Glückwunsch. Der war ganz gut. Ich, Freunde, ich glaube. Nee, was geht weiter? Noch eine Arbeit. Ich will hier nicht losdrehen. Colin Westen. Hebel. Hebel? Wegen Hebel-Joke aus dem Internet. Guck. Da ist es. Ja. Oh. Guck mal, da kann ich mich auch erinnern. Und da müssen wir jetzt weiter. Endlich. Und das ist der einzige, wo wir noch nicht waren. Das ist, glaube ich, da, wo es jetzt sozusagen offiziell weitergeht. Oh, okay. Lass uns das nochmal einmal für den Kartenmann. Westausgang, ne? Ja, der heißt Westausgang. Das Problem ist nur, dass der scheinbar im Norden ist. Naja, wir haben, ja. Also, um. Ich müsste das alles in Ruhe nochmal neu. Ja. Es geht darum, also der. In Ruhe nochmal neu. Also, mein Lieber. Der Eingang. Der in der Ebene drüber. Die, ja, aber das war ja hier. Die nicht runtergelassene Brücke. Ja, stimmt, das ist Süden. Ja. Warte mal, lass mal, stopp, halt, stopp. Das ist richtig, das hier ist Süden. Lass mich das mal einmal so legen jetzt, das Papier. Dann ist das Westen, das ist schon richtig. Genau, wenn das Süden ist. Ist das Westen, richtig. Wenn das Süden ist, sind wir jetzt quasi... Eigentlich muss ich nur so halten. Nee, wir sind jetzt auf unserer Karte, wenn das Süden ist, hier sind wir jetzt. Hier sind wir. Das ist die Mitte. Das ist ganz oben. Genau, und hier drüber ist die Brücke, die nicht funktioniert. Da sind wir jetzt. Das hat seine Ordnung. Hier ist die Brücke, die nicht funktioniert. Genau, ja, je nachdem, wie du die Karte legst. Das ist froh, dass du mit Karten nichts zu tun hast, ne? Wieso hast du so einen geilen Pappbecher? Nee, aber den hat mir der Tim gebracht. Wenn du nett Tim bist, kriegst du ein paar Bonus-Items. Achso, hat er uns für auch Pappbecher gebracht? Nee. Ja, und damit Dennis hat er einen College-Block gebracht. Damit hat er wahrscheinlich für eine Woche lang alle Gefallen aufgebraucht. So. Ja, und das Schöne daran ist, dass wir jetzt so die Gelegenheit nutzen können, kurz durchzuschnaufen und den perfekten Cliffhanger haben, denn wir müssen kurz in die Werbung gehen. Und dann ist endlich Feuerpfeil-Alarm, beziehungsweise gucken einfach, was in dem Gang dahinter ist. In der Post. Also, gleich geht's zurück. Und jetzt Smiley endlich jetzt. Pass im auf. Dritten Abschnitt. Oh, alles ist gelockt. Sorry, ich wollte nicht. Ne, ist schon in Ordnung, denn es hat lange gedauert, aber jetzt geht's endlich vorwärts. Bis gleich. Mein Ellbogen. Wir wollen jetzt in die Werbung gehen, ja? Glaube ich, ne? Ja. Gehen wir uns einfach in die Werbung ab. Hallo. Bis gleich. Na? Mann, Mann.